Ja, Leute, heute folgendes Problem. Hier bei meinem BMW FL 525D, allerdings mit 3-Liter-Maschine, also N57-Motor. Ich war auf dem Weg zum Skifahren und kurz nachdem ich die A8 verlassen habe, macht es auf einer Blim das typische BMW-Fahrergeräusch und wir haben folgendes Problem. Hier steht es hier im Cockpit. Die Batterie wird nicht mehr geladen. Normalerweise heißt es jetzt sofort in den meisten Werkstätten, okay, die Lichtmaschine ist kaputt. Großes Problem auch bei BMW. Machen wir mal den Motor aus, dann ist der ganze der Motorsound nicht im Hintergrund. Bei BMW gibt es die Lichtmaschine auch nur einzeln, aber ihr habt es gesehen, wir haben hier über 323.000 Kilometer drauf und hier ist es völlig normal, dass die sogenannten Kohlebürsten verschlissen sind von der Lichtmaschine. Das heißt, ihr bestellt euch im Internet, Link unten in der Videobeschreibung, einmal für den N47, aber auch für den N57, den Regler neu mit den Kohlebürsten. Den schauen wir uns jetzt gleich mal an. Gut, nächster Schritt, Motorhaube auf und wir schauen uns an, wo unsere Lichtmaschine sitzt. Und diese sitzt sehr reparaturfreundlich gleich hier oben. Dafür nehmen wir mal den Deckel ab. Und hier hinten seht ihr schon, ist unser Regler dran. Und hier ist das Neuteil, welches es nicht bei BMW einzeln gibt, sondern ihr gezwungen seid, eine neue Lichtmaschine für über 700 Euro zu kaufen. Das ist der sogenannte Regler. Und hier innen drinnen sind die Kohlebürsten. Gut, Leute, da wir jetzt hier unsere Plusleitungen wegbauen müssen, gehen wir als erstes jetzt in den Kofferraum und klemmen einmal die Batterie ab, damit hier uns nichts passiert und die Plusleitungen nicht auf Masse fallen und gegebenenfalls hier ein Steuergeräteschaden verursachen. Normalerweise alles ausräumen, aber man kann sich auch anders helfen. Und als nächstes schraubt ihr jetzt hier den Massepol ab. So, legt den Minuspol weg, so dass er euch nicht wieder auf den Pol rutschen kann. Gut, als nächstes nehmen wir jetzt unsere Plusleitung ab. Einmal hier die Ladeleitung und einmal die Leitung für unser Glühzeitsteuergerät. Oh. Anschließend nehmt ihr noch den Stecker ab und als nächstes öffnet ihr die drei Muttern, einmal hier, einmal dort und einmal da unten, um hier unsere Verkleidungskappe abnehmen zu können. Schlüsselweite 8 und ihr öffnet alle drei Schrauben. So, und nachdem ihr die drei Muttern gelöst habt, können wir dann hier vorsichtig unsere Verkleidung lösen. Ja, Leute, jetzt haben wir, nachdem die Kappe weg ist, Einblick auf unser hinteres Innenleben der Lichtmaschine und unseren Regler mit den besagten Kohlebürsten hier drinnen. Dieser ist jetzt noch mit drei Schrauben gesichert. Einmal zwei hier auf der Fahrzeugfahrerseite und einer praktisch auf der Richtung Beifahrerseite zeigend. Ihr könnt auch schön sehen, beziehungsweise sehen wir gleich, wenn wir es ausgebaut haben. Also wie gesagt, einmal die beiden Dinger und einmal hier unten. Das Ganze schrauben wir auf und dann können wir das Ganze ausnehmen. Dann schauen wir uns mal an, wie das ausschaut. 7er Schlüsselweite und wir schrauben die drei Schrauben raus. 1, 2, Nummer 3. Ihr seht schon, der Regler mit den Bürsten ist jetzt auch schon lose. Zack. Und im Anschluss können wir unseren Regler einfach runternehmen. Okay, Leute, einmal Altteil, einmal Neuteil. Wie gesagt, nicht einzeln zu bekommen bei BMW, auch nicht bei Stahlgruber oder WM. Das Teil haben sie gesperrt, weil sie gerne möchten, dass ihr eine neue Lichtmaschine kauft. Aber ihr seht, Valeo, Valeo, das Ganze ist im Prinzip ein Originalteil. Und wir nehmen jetzt mal das alte und bauen das auseinander, damit ihr sehen könnt, was jetzt hier unser Problem ist. Und ihr seht jetzt hier unsere Kohlen. Und diese sind so verschlissen, normalerweise, wenn ich diese Kappe jetzt runterhauen würde, dann kommen die so ein Stück hier raus. Das ist im Prinzip, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Reifen, einfach ein Verschleißteil. Diese Kohlen nutzen sich immer weiter ab, während sie praktisch hier über unsere Welle hier laufen und im Prinzip immer unseren E-Motor oder in dem Fall Generator, ist ja das gleiche, umpolen zur richtigen Zeit. Und wenn hier eine Rolle bzw. eine Kohle keinen Kontakt mehr hat, dann haben wir das Problem, dass unsere Lichtmaschine einfach nicht mehr lädt. Gut, Leute, bei unserem neuen Regler ist so eine sogenannte Einbauposition, die habe ich gerade eben beim Ausbau des alten Reglers einfach abgebrochen. Ihr seht, diese Kappe ist nicht komplett aufgesetzt und blockiert jetzt hier praktisch unsere Kohlen vor dem Rauschen.
rausfahren. Das heißt, wir können das Ganze gemütlich einbauen in umgekehrter Reihenfolge und drücken dann später diese Kappe komplett runter, bis es Klick macht und dann haben unsere Kohlen auch wieder Kontakt. Ja Leute, wie gesagt, ihr setzt das Ganze jetzt in umgekehrter Reihenfolge wieder zurück in die Lichtmaschine. Anschließend schraubt ihr die drei Schrauben wieder fest und dann sehen wir uns beim Klickmachen wieder. Ja Leute, nachdem ihr das Ganze reingeschraubt habt, drücken wir jetzt hier auf die Kappe. Ihr seht es hier, bis es Klick macht. Zack, und jetzt sind unsere Kohlen wieder zurück an der Position, haben wieder Kontakt und das Ganze geben wir jetzt die Kappe wieder zurück, Batterie wieder dran und dann schauen wir, ob es funktioniert hat. So, nachdem die Kappe wieder drauf ist, die beiden Plusleitungen wieder zurückgeben und festschrauben. Anschließend den Stecker nicht vergessen. Im Anschluss die Batterie wieder anklemmen und den Pol festschrauben. Okay, im Anschluss steigt ihr wieder ein. Wir starten den Motor und dann messen wir vorne nochmal an der Lichtmaschine, ob das Ganze erfolgreich war. Einmal Multimeter nehmen, 20 Volt. Dann gehen wir hier einmal auf Masse, hier auf Plus. Wir sehen, die Lichtmaschine lädt wieder 14,7 Volt. Perfekt. Ja Leute, der kam jetzt auch wieder raus. In diesem Sinne 650 Euro gespart. Keine neue Lichtmaschine musste reingebaut werden. Das Ganze hält jetzt wieder. Wie gesagt, das Ganze passiert bei den N47, N57 Modellen rund um die 300.000 Kilometer. Ihr habt gesehen, wie einfach das jetzt geht. Im Prinzip, wenn ihr viel unterwegs seid, kauft euch so einen Regler auf Vorrat. Link unten in der Videobeschreibung. Habt einen Ratschenkoffer dabei. Dann muss euch auch nicht der liebe ADAC holen, wie es mir passiert ist, sondern ihr hättet es schnell vor Ort machen können. Bis zum nächsten Mal, schreibt gerne einen Kommentar in die Video unten rein, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, bis zum nächsten Mal, Servus und Ciao.